So, meine lieben Liebenden mit dem liebenden Hut auf dem liebenden Schuh. Es muss weitergehen, koste es, was es wolle. The thing is, we need some... Hoppala, nee, das wollte ich so nicht. Some kind of provinces from the Frances guys. Und danach from the Switzerland guys. Mein Hund gerade geknurrt? Warum knurrt? Mein Hund, ich habe ihm gerade was zum Beißen gegeben und jetzt knurrt er da rum. Der ist ja behindert. Okay, Luxemburg ist nicht mehr meine Hauptstadt. Sehr gut. Rekruzi! The thing is, wir müssen das leider tun. Es tut mir so leid, aber es ist halt so. Für das deutsche Nazireich müssen wir das machen. Lalalalala, the German Empire. Lalalalala. Hoppala. Oh. Greek und Libyen. Oh Mann, wieso denn jetzt gerade? Das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. So, Griechenland und Libyen. Wo ist denn Griechenland? Gibt's die überhaupt noch? Die waren doch mal hier so immer. Die leben doch gar nicht mehr. Doch, da. Ach, hör auf. Wollen die denn jetzt von mir? So, Libyen ist nicht gerade klein und ich denke, da wird auf kurz oder lang auch mal was kommen. Aber ich ignoriere das jetzt erstmal. Und sage, wir greifen trotzdem Frankreich an. Und holen alle Verbündeten dazu. So, brauchen. Tun wir ja eigentlich nur das. Aber attackieren tun wir alles. So, euch nehme ich da gleich mal wieder mit dazu. Gut. Mount St. Helen. Oh, die sind gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Ah, scheiße, das da unten gehört ja auch mir. Das habe ich ja völlig vergessen. Dass da was ist, was mir gehört. So. Ja, Frankreich wird nicht einfach, weil Frankreich hat natürlich auch Money. Das darf man nicht vergessen, aber ich habe auch Verbündete, die mir jetzt dann schon helfen werden, hoffe ich. Genau. Die Schweiz ist bereits da. Auf dem Weg zur Rettungseinheit. Für das deutsche Vaterland. Ich brauche ja nur diese drei Provinzen eigentlich. Das ist alles. Mehr will ich gar nicht. Ach, da unten, ey, nix da, einfach neimarschieren. So, das hätte ich gern wieder. Du Pimmel. So, pass auf, machen wir's so. 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 Und so. Dann gehst du da rein. So. Hier wird rekrutiert. Ah, Großbritannien ist auch schon da. Ah, da kommen die Finnen. Yay! Alle rein zu den Franzosen. Keiner mag sie. I want a baguette. Nein, hör doch auf. Das ist genau das, was ich nicht will, dass der Schweizer jetzt da Scheiße macht. Ah, Kacke. Das soll er eben nicht machen. Ich will das haben. Ach so, da ist gar... Das ist ja keine Einheit. Es ist krass,
wie schnell die da sind. Oder? Schon übel. Schnell die sich quasi auf diesen Angriff hier vorbereitet haben jetzt. Die sind einfach schon da. Das nehmen wir noch mit, so. Ich habe aber das Gefühl, ich werde genau diese drei Gebiete, die ich brauche, nicht bekommen. Irgendwie habe ich einen schlechten Urin, was das betrifft, sage ich jetzt mal. Aber gut. We will see. So. Meine Gebiete habe ich wieder. Plus weitere von ihm. Das ist ganz praktisch. Also auf legendär muss ich sagen, mit Verbündeten kämpfen zusammen ist wirklich cool. Also weil die richtig schnell bei der Sache sind, das taugt. Da muss ich sagen, cool. Die lassen sich da nicht Zeit. Die sind sofort mit am Start. Gefällt mir. Achso, er geht außenrum. Ja, egal. Soll er machen. Die wollten sich mein Bündnis ja nie... Was soll das? Warum ist jetzt Italien dieser Schlacht beigetreten? Da los. Achso, das ist England. Jetzt muss ich mich hier tatsächlich auch noch um Italien kümmern, weil aus irgendeinem Grund die jetzt das Bedürfnis haben, mich anzugreifen. Was soll denn der Scheiß jetzt da? Habe jetzt überhaupt keinen Bock drauf, mich um die da zu kümmern. Das ist auch noch Frankreich, ja, aber die lasse ich mal. Hallo, was soll denn der Scheiß? Sag mal, was denkt der denn eigentlich, was er da gerade macht? Pass auf, ich brauche jetzt eigentlich... Ruhe von dir. Deswegen biete ich dir an, den Schmarrn hier zu beenden. Und zwar so... Und stattdessen kümmere ich mich jetzt um Italien. Das ist, glaube ich, gerade sinnvoller. Weil die mir ja gerade mächtig auf den Piss gehen. Falls sie Nein sagen, marschiere ich hier mal trotzdem weiter ein.
Kann ja sein, dass sie sagen nö. Oder meine eigenen Verbündeten sagen nö. Das kann auch sein. So, ein bisschen was zurückerobern hier. Was soll denn das? Sieht aus, als hätte er nicht ja gesagt. Oder jemand aus meiner... Ah ja. Haben sie noch nicht genug abgegriffen, deswegen sagen sie nein. Okay, wichtig ist, ich darf Italien hier nicht... Oberwasser haben lassen. Auch wenn es nervt. Hör halt auf mit dem Schmarrn. Was soll denn das jetzt? Scheiß Italiener! Ihr versaut mir mein Weimarer, mein deutsches Reich. Mein Weimar gibt's ja schon. So, ich biete dir erneut den Frieden an. Ja, der würde schon annehmen. Das Problem ist bloß, wenn Finnland Nein sagt, dann wird das nichts. Ja, das ist das Problem. Ich brauche dann, wenn ich natürlich zusammen angreife, auch... Was ist denn mit Spanien los? Von beiden natürlich quasi die Zustimmung. Ich verstehe gar nicht, was das soll. Warum nerven die mich denn jetzt eigentlich? Es ist halt so unfreundlich gerade. Bin ich jetzt mit Spanien auch im Krieg oder was soll das? Ah, jetzt wird es hier echt ein bisschen kompliziert. Bin ich mit euch im Krieg? Tatsächlich, Spanien ist mit mir auch im Krieg. Es ist aber, jetzt nicht in Ordnung, finde ich. Was ist das? Altes Ägypten? Es gibt ein altes Ägypten. In diesem Spiel, meine ich. Also in der Realität natürlich. Aber in diesem Spiel gibt es ein altes Ägypten. Ich bin hier nur dabei, meine Gebiete zurückzuholen, weil Italien denkt, sie sind jetzt Wichser. Oh, und hier, das nervt mich. Mann! Ja, aber es läuft jetzt gar nicht so schlecht. Ja, Frankreich wehrt sich jetzt auch wieder ein bisschen. Ist aber auch gemein, dass Spanien sich jetzt genau da einmischt. Völlig unnötig jetzt. So. Die Griechen, Alter. Haben sie mir da unten den Scheiß weggenommen? Was? Ist denn da los jetzt? Hier, du musst jetzt da tatsächlich auch rüberrücken. Ich brauch dich. Okay. Das hätte ich gern wieder. Hier mach mal so. Ich verstehe da die Welt nicht mehr jetzt gerade. Was soll denn das? Mit Spanien.
Eigentlich wollte ich jetzt hier gar nicht so ein großes Fass aufmachen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte doch nur die drei Gebiete von den Franzosen haben, mehr nicht. Das war alles, mehr wollte ich gar nicht. Und stattdessen habe ich hier jetzt einen Weltkrieg entbrannt. In Europa. Das war natürlich nie Sinn der Sache. Irland ist auch da. Aber mit denen bin ich nicht im Krieg. So. Okay. Warum auch immer Spanien jetzt da so groß die Fresse aufmacht. Hier machen wir mal so. Da rein. Du gehst hinterher. So. Und Attacke. Das Ding ist, ich kann das jetzt natürlich nutzen. Um hier quasi... eine weltumfassende Einnahmeaktion zu starten. Okay, ich denke, Italien wird jetzt gleich Ruhe geben. Schauen wir mal hier noch, was man da so machen muss. Ach, jetzt hör auf. So. Hier geht alle mal da rein. In dieses eine Feld, damit ich euch sammeln kann. So. So, schauen wir mal. Jawohl, okay. Also Italien ist erst einmal weg. Was mir gerade gar nicht gefällt, ist das, was Spanien da unten macht. Bitte einmal sammeln. So. Altes Ägypten. Oh nein. Weil ich im Krieg bin. Also ist schon gut. So. Italien. Darfst du mir das eigentlich gleich geben? Dann hätten wir schon mal Ruhe. Da los. Portugal kommt auch. Es wird instant ausgenutzt, wenn da jemand großflächig im Krieg ist. Das ist schon krass. Ehrlich gesagt. Ach Quatsch, nee. Da gibt's keine Gnade. Da wird sofort rein. Alles klar, das gehört uns. Damit ist das erledigt. Italien ist raus aus dem Rennen. Das ist schon mal gut. So. Griechenland, Libyen hat wohl nicht angenommen.
So. Das wird direkt befriedet. Oh, ich habe nicht angegriffen, ich Vollidiot. Nein. Libyen nimmt halt auch den Friedensvertrag nicht an. Das finde ich ein bisschen schwach. Da kommt halt jetzt einfach mal ein 10.000er von der Schweiz. Pass auf, ich mache jetzt hier mal, damit das da mal erledigt ist. Dann haben die Franzosen hoffentlich ein bisschen Ruhe. So. Schauen wir mal, ob es was wird. Wer hat jetzt wieder Nein gesagt? Oh, Finnland. Oh, Finnland ist so scheiße. Wegen denen klappt es nicht. Weil die einfach immer Nein sagen. So, was ist jetzt hier? Spanien? Wie sieht's denn bei euch aus? Komm. Gib mir das da mal. Ich brauche das gerade eigentlich alles gar nicht. Das ist einfach nur passiert, weil die mich alle nerven. Mehr ist es ja gar nicht. Ja. Ah ja, Rebellen, alles klar. Haben die angenommen? Ja, okay, das ist schon mal. Damit ist Spanien aus der Welt. Okay. Australien. Japan. So. Das ist sehr freundlich, dass sie mir ein paar Gebiete überlassen haben. Das ist wurscht. Ja, ich würde ja gern, aber die nehmen ja nicht an. Und um die Griechen, die haben mir ein Ding weggenommen, das muss ich mir natürlich wiederholen. So. Ich habe so das Gefühl, die geben da keine Ruhe, bis ich nicht alles von Frankreich auch ausradiert habe. Ich glaube, das wird anders dann nicht funktionieren. Also müssen wir das halt dann machen. Ich hätte ihnen ja jetzt wieder ein bisschen was überlassen, aber gut. Das ist nicht gewünscht, weil Finnland irgendwo dann doch arschig ist. Das geht nicht. Rebellen werden unterdrückt mit brachialer Waffengewalt. Die nehmen halt auch einfach nicht an. Wie nervig kann man sein? So. Existiert denn Frankreich jetzt überhaupt noch? Das ist doch die große Frage.
Oder können wir hier jetzt endlich einen Schlussstrich ziehen? So, du nimmst es jetzt bitte einfach mal an. Ich hätte gern nämlich meine Ruhe mit dir. So. Ich brauche das. Das sind wichtige Gebiete. Dem deutschen Volke zugeordnet. Wobei, die beiden Inseln hier wären auch cool. Ah ja, Monaco will ich haben. So, oder? Können wir damit leben? Ey, ich schwöre dir, die Finnen einfach wirklich, das sind die größten Arschlöcher, die in diesem Spiel unterwegs sind. Die hören nicht auf, bis sie nicht genügend Ländereien haben. Und jetzt kommen da auch noch die Griechen. So. Mach jetzt Folgendes. Ich werde... Weißt du, die haben ja Länder da. So ist es ja nicht. Muss ich mich jetzt um die Griechen doch nochmal kümmern? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. So. Muss denn das jetzt sein, euer Durchmarschrecht kackt da? Mein Gott. Wie nervig mit 26 Einheiten. Weißt du? Was würde das jetzt irgendwas bringen? Backen. So. Es ist gar nicht schwer eigentlich, es ist einfach nur nervig momentan, weil die da mit ihren Rotzeinheiten mir so auf den Sack gehen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Während ich ihnen jetzt hier gleich ihre Insel vor der Nase wegschnappe. So. Zeitgleich gehst du da noch rein. So, das wollten die ja so. Jetzt haben sie den Salat. Wie sieht's aus? Friedensverhandlungen. So. Wie da jetzt Libyen sich eingemischt hat. Was für eine Arschlochnummer eigentlich? Wenn man mal ehrlich ist. Also die Schweiz ist einfach auch überall. Ja, ich würde so gern Frieden haben hier. Wenn die Finnen denn mal bereit wären... auf Territorialansprüche zu verzichten. Zwölf haben wir noch. Neun. So. Ja, endlich. Alter, das hat ja lange gedauert.
Oh. Die Finnen. Die darfst nicht mit in den Krieg nehmen, weil da ist vorbei. So, gibt's Frankreich denn überhaupt noch? Nee. Frankreich ist weg. Macht nix. Gut, so, was hier los? Warum nervt mich jetzt eigentlich Libyen? Das gehört ja schon mir, gell? Wo sind sie denn eigentlich? Hier. Da, ich gehe direkt in die Hauptstadt rein. Das ist gar kein Thema für mich. So. Dann müssen wir jetzt das alles hier freundlich machen. So. Das ist nur prophylaktisch, falls die mich nerven wollen. So, wie sieht's aus, Libyen? Wollen wir jetzt Frieden schließen? Oder hast du jetzt noch nicht genug? Jetzt bin ich nämlich da. Weißt du? Also wenn Frieden, dann vielleicht jetzt. Ungefähr so. Ach, die haben angenommen, Idioten. So. Welchen Krieg denn? Gegen Rebellen, ne? Ist ja nett. Da haben wir ja ein bisschen was von Griechenland. Oder Griechenland haben wir komplett. Aber Libyen haben wir auch noch ein bisschen was bekommen. Das ist unser Golden Gate nach Afrika. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe, hoffentlich. Das ist nicht mein Problem, die Rebellen da. Das heißt, wir können jetzt vielleicht... mal schauen, dass hier... Stability reinkommt. Okay. Das Grundproblem bleibt aber erhalten. Die Schweiz hat sehr viele Gebiete, die ich brauche. Schied. Schied, schied. Was ich versuchen könnte, wäre eine Union mit der Schweiz. Ui, das wäre doch cool, oder? Soll ich das mal versuchen? Union formen. Ah, das wäre jetzt aber auch zu krass gewesen. So, die Schweiz wird auf jeden Fall knackig. Das steht schon mal fest. Ah, aber die werden wir einnehmen. Ägypten ist halt einfach da. So, ich schaue mich mal schnell um. Was da so abgeht. In Südamerika geht ja auch die Post ab. Schön, dass Brasilien da nicht einfach so die Überhand hat. Bin immer noch verschnupft, gell? Merkt man ein bisschen. War hier vorher nicht Italien drin? Kasachstan, Pakistan, Indien ist auch noch da. Russland ist weg, sehe ich gerade. stattdessen ist die Türkei da. Und Kanada und Litauen, die haben sich das mal so untereinander aufgeteilt. Interessant. Australien ist sehr friedlich. Okay, ich speichere und dann sehen wir im nächsten Part, wie es weitergeht.